Juten, Huhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge NHL 19 Franchise Mode mit den New York Islanders. Und zwar steht das nächste Derby an und zwar gegen die New Jersey Devils. Die Vorstadtboys kommen. Nee, wir gehen zu denen. Wir fahren in die Provinz. So, mal gucken, was haben wir denn da? Im Provincial Center in Newark, New Jersey. So, die beiden kennen wir. Die brauchen wir erstmal nicht. Und dann geht das los. Dann werden wir mal die Hölle zufrieren lassen. Oh Gott, beziehungsweise in dem Fall EA Sports. Okay. Das war so klar, das war so klar, dass... Boah, ey, ich könnte mich schon wieder aufregen. So, und wir gucken noch mal kurz in meine Memoiren. Jawohl, ich habe die abgefangenen Pässe runtergestellt. So, dann machen wir das halt so. Aber sowas regt mich dann immer auf. Da hast du, da tätigst du Einstellungen und EA Sports sagt einfach mal, ist mir doch egal, ob du da irgendwelche Einstellungen vornimmst. Mann, 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 ey. Aber schön gemacht. Schön, kurze Ecke, zack. Na, ist noch schön die Sicht versperrt. Nee, nicht mehr sind. Die andere, Baby. Wäre jetzt schön, wenn ich da auch hingezielt hätte, ne? Er sollte eigentlich die Bande lang spielen, zu meinem Verteidiger unten. So war es geplant. So war es auch eingegeben mit meinem Steuergerät. Auch, auch Controller genannt. So, auf geht's. Sorry. Tony Schneider spielt. Also, Top 10 nach Punkten. Larsen auf der 3. Ach ja, und es gibt wieder Strafe. Ja, natürlich. Das ist doch einfach nicht wahr. Also ich frage mich, wozu man hier irgendwelche Knöpfe auf irgendwelchen Controllern drückt und irgendwelche Richtungsangaben auf irgendwelchen Steuerkreuzen tätigt. Wenn man eh... Wenn er eh was anderes macht. Mann, das ist so frustrierend, echt. Och, warum steht mein rechtsschießender Verteidiger auf der rechten Seite und nicht so, wie ich es eingestellt habe, auf der linken Seite? Meine Fresse, ey. Ey, verpiss dich doch mal rüber auf deine Seite, ey.
Boah, das ist nicht wahr, ey. Ja, na sicher. Du musst den Puck nie mitnehmen. Ach. Mann, Mann, Mann. Ja, sicher doch, ey. Na klar. Natürlich. Da wären wir dann wieder bei den abgefangenen Pässen. Mann, ich stell das doch nicht umsonst ein, ihr Idioten. Dann lass die Schieberegler einfach weg, wenn sie eh nicht springen. Boah. Ja, natürlich. Zwei Mann checken ihn und er kommt als erstes wieder annehmbar an den Puck. Herzlichen Glückwunsch. Boah, was ist denn das für ein Pass? Mein Gott, ey. Ja, natürlich, ey. Auweia, EA Sports. Ich glaube, da reichen 2 Sekunden, damit die gesamte Belegschaft von EA Sports ihr Wissen über Eishockey teilen können. So richtig viel. Das Eis ist kalt und der Puck ist schwarz. Und ich glaube noch nicht mal, das wissen sie genau. Hey, diese abgefangene Pässe, da werden wir wieder bei. Mann, Mann, Mann. Und schon wieder steht der falsche Mann auf der falschen Position. Warum die 29 jetzt nicht weitergelaufen ist, das wird auch seinen
Geheimnis bleiben. Boah, was sind denn das für Pässe, verdammte Kacke? Wenn ich Bande spielen würde, dann drücke ich über die Bande. Das muss hier der Computer nicht selbstständig machen, nur weil er denkt, das ist vielleicht besser. Ob jetzt gerade wie Linksschützen auf dem Eis waren als Verteidiger, das ist auch so ein Ding, keine Ahnung. Mann, da habe ich nicht. Ich wollte auf Clutterbug spielen. Leute, ich habe hier ein Gamepad mit dem Steuerkreuz. Und wenn ich das nach rechts, nach links schiebe, dann möchte ich nach links passen. Wenn ich das aber nach unten drücke, dann will ich dann nach unten passen und nicht nach links. Dürfte ja eigentlich nicht so schwer zu realisieren sein. Steuerkreuz links, Pass links. Steuerkreuz runter, Pass runter. Die sind in anderen Spielen schon seit Jahrzehnten gebacken. Nur EA Sports stellt sich da so ein bisschen dusselig an. Kann ja was werden. Ja, sag doch. Und dieses Halten, das liebe ich ja so. Mann, Mann, Mann. Warum kommt der auf meine Seite gefahren? Muss keiner wissen. Es wäre so schön, wenn die Macher von Eishockeyspielen noch Ahnung von Eishockey hätten. Würde einige Sachen erleichtern. Betet. Hey, du bist Verteidiger.
Und sind wir wieder ein Verteidiger-Hattrick. So. Geht Schneider oder geht er nicht? Er geht nicht. So, 11 und 12. Gut gefühlt, die Halle. Ja, du schmeißt da in dem einen, ey. Was sind denn das für Schüsse, ey? Das darfst du keinem erzählen. Von einem, der Schlagschusstore gemacht hat. Und dann kommt da so ein Lulli-Ding raus. Das ist... Ja, Mayfield und... Ach, schade. Ja, na sicher doch. Na sicher doch. Völlig bescheuert. Ich merke schon, ich muss die Strafen wieder runterstellen, weil das nimmt schon wieder Überhand. Den zweiten, glaube ich. War ich richtig? Jo, richtig. So schön. Es geht schneller. Wie immer noch nicht. Die halten heute echt lange durch. Ui. Ein Fehler, sondern irgendwie habe ich zwei Linksschützen jetzt.
Wollen wir mal ankicken. So, bei 4 gegen 4. Halt, darum. Spezi All-Einheiten. Ne, 4 beim Powerplay, obwohl haben wir, was ist das? Links, links, das ist richtig. Was haben wir hier? Links und nochmal links. Was ist denn der Quatsch? Da ist links richtig. Da ist links nicht richtig. Rechts, rechts und links, links. Ja, ist doch viel besser. Was immer noch nicht. Was ist denn der Quatsch? Ach, 4 gegen 4, okay. Dasselbe Problemchen. Na halt. Na, so rum. Ah, sehr schön. Uah, wie geht der denn hin? Also da fragt mich echt manchmal, wie man so eine Kacke programmieren kann. Der Puck kommt und er so, oh Hilfe, ich hab eine Gummiallergie, ich gehe da mal weg. Groß Nelson. Ja, na sicher doch. Und wieder Strafzeit. Die nachfolgenden Folgen verzögern sich auf unbestimmte Zeit. Warum? Hey, ja, natürlich. Gib mir doch mal den Essen, den ich da überhaupt nicht brauche. Mann, was haben die denn da für eine Strategie, ey? So, wir waren übrigens wieder bei... abgefangenen Bällen, ne? Der Bällen, das fängt auch schon an. Der abgefangenen Pucks, den Pässen. Und beim Nicht-Mitnehmen von...
Ey, wie peinlich ist denn bitte schön das? Da stellt man ein. Keine abgefangenen Pässe. Und was passiert? Es wird jeder zweite Pass abgefangen. Also ich weiß nicht, das hat glaube ich mit null so ziemlich wenig zu tun. Ich kann ja nochmal nachzählen. Aber ich glaube, so 50% ist nicht wirklich null. Mann, 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 ey. Ist. Und wieder abgefangen. Jawohl. Also ich kann ja mal beim nächsten Spiel eine Statistik machen. Auch wie meine Spieler über ihre eigenen Spieler rüberfallen, habe ich beim Gegner so noch nicht erlebt. Und wieder ein Pass, den ich so nicht gespielt habe. Ach, EA Sports macht immer mehr Spaß, ey. Es scheint mit jedem Abstieg immer schlimmer zu werden. Und mit jedem neuen Spiel, was sie bringen, immer schlimmer. Und wieder abgefangen. Jawoll. Mann, 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 ey. Naja, aber trotzdem gewonnen. Wichtig. Boah. Und Lena hat 19 Paraden gezeigt, ist doch in Ordnung. So, wie sieht das nächste Spiel aus? Gegen Carolina zu Hause. Aber vorher haben wir noch ein AHL-Spiel. Ah. Gegen die Hartford Wolves Pack. So, wir führen 3-1. Fritz, Ho-Sang und Ho-Sang. Und wir haben 3-2 gewonnen. Läuft momentan. Das ist ja schön. So, das nächste Spiel ist dann zu Hause gegen Carolina und das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Hightower.